Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ich gehe mal direkt zu meinem Wissenschaftler. Ja, Wissenschaftler, mit dem muss ich sowieso schwätzen. Ich habe dem ja so ein Zeugs in der letzten Folge gesammelt. Und zwar die Daten, die ihr haben wollt. Mal gucken, ob er sich jetzt wieder erinnern kann, wer ich bin. Keine Antworten, Reisender, nur diese Baupläne für ein Signal und einen Kondensator. Okay. Zwei Gegenstände gelernt. Okay. Die Konvergenz fehlt, Reisender. Wir, ich fühle, wie ich weiter abdrifte. Vielleicht ist dieses Signal ja irgendwie nützlich. Bau eins, damit mich die Konvergenz wiederfinden kann. Okay. Korvax ist dankbar, Reisende. Ich werde an einer eigenen Lösung arbeiten, während du das Signal untersuchst. Options. Ein Signal bauen. Ist das da nicht schon ein Signal, wo ich hier speichern kann? Egal. Signal. Galvanische Zelle, Karettplatte zweimal. L2. Löschen. Was? Mein Inventar ist voll. Ach so. Hups. Hups. So. Dann muss ich noch kurz mal ein fettes Sorellette sagen. Ist ja mal wieder hier Horizon Zero Dawn ausgefallen. Liegt aber daran, dass ich nochmal in der alten Wohnung gewesen bin. Und wir da sozusagen die Abschiedsfeier von der Nachbarn, oder mit den Nachbarn besser gesagt, gefeiert haben. Und deswegen war ich nicht in der Wohnung und konnte nicht aufnehmen. Das war das eine. Das andere ist, was ich ganz lustig fand, die einen Nachbarn haben es irgendwie verpennt. Die haben gedacht, wir sind gar nicht mehr da. Weil halt nur ein Licht ganz hinten angewiesen ist. Weil wir halt Strom sparen müssen, sonst müssen wir nochmal Strom nachzahlen. Bauen. Ma. Ist ja doof. Auf jeden Fall haben sie es verpennt. Und dann bin ich hingegangen, habe noch hier den Schrank abgebaut, weil meine Mutter schon wieder angefangen hat rumzunerven mit irgendwelchen komischen Dingen, die ich hier abbauen muss. Immer noch. So. Ich habe doch jetzt ein Signal gebaut. Kann ich jetzt wieder zurück? Hä? Will mich das hier verarschen oder was? Oder ist das nicht das Signal? Egal, ich gehe einfach mal zum Wissenschaftler und frag den mal. So. Ich hänge noch in der Leiter fest, verdammt. Auf jeden Fall sind die dann rübergekommen, weil der Schrank, der steht nach vorne zur Straße. Und dann haben die das gesehen und der Vater hat an die Scheibe geklopft. Dann bin ich vor an die Tür. Da hat die eine Tochter noch auf die Schnelle so Origami-Dinger gebastelt. Und die mir dann geschenkt. Fand ich ganz lustig. Hm.
So. Hä? Irgendwie funktioniert das nicht. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Einfach. Na komm. Ich gehe mal aus dem Dingens raus. Gehe da wieder rein. Irgendwie muss man das doch hier verarschen können. Immer noch nicht. Okay. Was brauche ich da nochmal für Kürbisknolle? Mist. Wo waren die jetzt nochmal drinne? Die habe ich nämlich auch noch nicht in dem Gewächshaus. Das ist doof. So, auf jeden Fall bin ich dann halt mal so vom Schrank abbauen ein bisschen abgelenkt worden, weil das Ding halt riesengroß ist. Das hat ewig gedauert, bis ich das ganze Ding auseinander gebastelt gehabt habe. Ups, ich muss erstmal eine bauen. Und dann bin ich jetzt hierher gefetzt, damit ich hier aufnehmen kann. Hey, ich kann eine Warpzelle bauen. Cool. Warte mal. Ich habe, glaube ich, noch nie einen vollen Warp-Antrieb gehabt. Was brauche ich noch für das blöde Signal? Karitplatte, gell? Ja. Ups. Das war mal das eine. Das andere Ding ist, ich bin jetzt halt auf dem Nachhauseweg. Ich weiß nicht, was heute los war. Aber überall LKWs und immer in der Einfädelspur, also auf dem Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn. Alle mit Warnblinker. So mal das andere Thema noch, ne? Warum stehen die auf dem Beschleunigungsstreifen alle? Alle mit Warnblinker. Weiß nicht, was das soll. So, oh, scheiße, Lenkzeit überschritten. Ich bleib mal hier stehen und hau einfach einen Warnblinker rein. Leg mich in die Koje. Also irgendwie geht das doch nicht, oder? Sage mal. Wo ist denn hier das Eise? Was mich gerade auch wundert, mich hat bis jetzt noch kein einziger Wächter angegriffen. Obwohl ich hier auf meinem Heimatplanet bin und die Dinger normalerweise im Sekundentakt kommen. Sobald ich einen platt gemacht habe, kommt ja schon wieder der nächste. Hä? Ich habe kein Eisen mehr, oder was? Oder war ich jetzt zu blöd, das zu sehen? Kohlenstoff und so ein Zeug. Anderes Zeug. Ich muss nach der Folge noch erstmal was saufen, weil ich muss noch Stardew Valley aufnehmen. Sonst fehlt das nämlich auch noch. Wir sind jetzt hier gerade bei 10 Uhr abends bei mir. Krasser Scheiß. Das. Ach, da. Ja, das hat alles sogar noch reingepasst. Aber so viel brauche ich gar nicht. So, heute mal wieder hier wildes Menügehopse. Wasserfester Gummi. Ist Gummi nicht immer wasserfest? Das ist irgendwie ein bisschen blöd, kann das sein? Hoppla. So, jetzt mal gucken, wenn ich. Sag mal, das nervt mich gerade tierisch. Na, die Kürbisknolle muss ich noch wieder wegtun.
generell mal meine Inventare leer machen. Aber nicht jetzt. Warte mal. Ich glaube, die war ja hier drin. Deswegen ist da ein leeres Feld. So. Perfekt. Falscher Dingens. So. Signal. Plümp. Verstehe ich nicht. Weil im Prinzip habe ich das Ding hier ja auch neu gebaut. Jetzt habe ich da zwei so Signale rumstehen. Naja, von mir aus. So, was will ich jetzt, Kerle? Ja, ist fertig. Gib mir das nächste Ding her. Wir sollten warten. Es könnte etwas dauern, bis mich die Konvergenz findet. Meine eigene Forschung war ergebnislos. Sie hat nur Baupläne hervorgebracht. Sag mal her. Autonome Bergbaueinheit. Galvanische Zelle, Hitzekondensator, Schmiermittel. Bergbaueinheit und Atmosphärenverarbeitungsanlage erhalten. Das klingt irgendwie nach Terraforming für mich. Die Pläne für die Atmosphäre. Na toll. Was fliegt der scheiß Wächter jetzt hier drin rum? Pläne für die Atmosphärenverarbeitungsanlage und die Bergbaueinheit haben mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn sie mit dem Signal befreundet wären? Was, wenn sie eine eigene Konvergenz erschaffen können? Sie werden meine Kinder sein. Ich habe eine künstliche Intelligenz an das Signal übermittelt, damit es zum Leben erwachen und sie sich verbinden können. So wie die die Korvax. Doch, es kann diese Welt nicht sehen. Bring mir Scan-Daten, damit ich es unterrichten kann. Der Plan von Interface-Entität Thymagne wirkt verzweifelt, aber er scheint ihn glücklicher zu machen. Oder ihm zumindest die Angst vor der Trennung zu nehmen. Der Korvax bittet mich, Kreaturen zu scannen, um damit seine neu erschaffene Intelligenz zu füttern. Ehoi! Oder wie ich gern sage, Efeu! Wir danken dir, Reisender. Eigentlich kann ich jetzt ich sagen, wenn ihr immer mit der Konvergenz verbunden bist. Aber vielleicht meint das ein Kinder. Was ist los da, du Popel? Geh mir aus der Hütte. Wenn ich hier schießen könnte, würde ich die platt machen, hey. Hä? Was habe ich denn da gebaut? Keine Ahnung. Bei dem muss ich auch nochmal ein bisschen rumquatschen. Lebenserhaltungssysteme, bla bla bla. Energiegel oder Energiekanister. Habe ich gerade nicht da. Darum. Erstmal das. Wahrscheinlich kommen deswegen keine Wächter, weil der einzige Wächter, der hier gerade in der Nähe ist, da in dem Ding da rumgurkt. Das wäre voll geil. Dann kann er von mir aus da drinnen bleiben. So. Kreaturen scannen. Ich habe auf dem Planet hier aber keine Kreaturen, oder? Wo bin ich denn gerade? Da. Was verbergen? Wieso verbergen? Wegpunkt einstellen? Alles klar. Flora nicht existent, Fauna leer. Ja, auf diesem Planeten ist kein Leben am Start. 4000 Units habe ich gekriegt. So, dann fliege ich halt mal zum anderen Planeten und guck mal, ob ich da was scannen kann. Das Gute ist, dass ich das jetzt bis jetzt noch alles in meiner Heimatgalaxie sozusagen machen kann. Auch wenn das nicht die ist, die ich eigentlich mal ausgewählt hatte. Aber nun gut. Achso. So.
Okutsunom. Der Mond. Monde sind meistens nicht mit Leben gefüllt. Schätze ich mal so. Ich nehme einfach mal den. Boah, zum Glück hat er jetzt nicht irgendwie gesagt, oh hier. Planetare Störung oder so ein Müll. Und ich könnte es mal in einem Rutsch schaffen, im Impulsantrieb dahin zu fetzen. Ich hoffe nur, ich habe da noch nicht alles gescannt. Sonst muss ich doch noch in eine andere Galaxie furzen, nur um da irgendwie dem Typ da seinen Forschungsdrang zu stillen. Aber ich glaube, ich habe sowieso noch nichts hier gescannt, weil halt neue Galaxie und ich die ganze Zeit jetzt irgendwo anders rumgegurkt bin. Ich weiß es bloß nicht mehr ganz genau. Elf Sekunden, 10, 9, Happy New Year. Auf jeden Fall muss ich auf dem Planet jetzt auch noch Eisen sammeln und Plutonium, sonst kann ich den mal starten. Mal wieder. Ich hoffe, das Zeug gibt es hier, aber eigentlich müsste es Plutonium überall geben. Planetenannäherung eingeleitet. Ah nee, ich habe gedacht, ich glühe einfach so. Hallo? Der will mich hier nicht nach oben gucken lassen. Also, so lange hat die Landung jetzt eigentlich nicht dauern können. Lauern können. Weil. Ja, neue Entdeckung, schön. Autsch. So, ich hätte es auch scannen können, aber nö. Es hat mich gehauen. Geht es eigentlich, wenn ich das Zeug hier scanne, auch? Also gescannt habe ich da schon 4 von 7. Okay. Das ist doof. Mist. Habe ich schon. Was sind das da? Hopfkopf oder was? Ah, ne. Was leuchtet hier? Ah. Kürbisknolle. Und was ist das? Hä? Sieht aber komisch aus. Liegt es vielleicht daran, dass das hier ein toxischer Planet ist? Detritum, Fahrzeuglaser. Ah, hinten dran. Bloß in klein das Viech hier, oder? Ja. Jetzt hier noch drei Viecher finden, hä? Warum müssen das unbedingt Kreaturen sein? Ich habe hier noch so einen Haufen Pflanzen, die ich noch nicht gescannt habe. Oder das hier. Das hau ich jetzt auch gleich mal noch ein Stückchen weg hier. So. Was? Wieso kam da jetzt Zink raus? Da fliegt irgendwie ein Typi rum. Wahrscheinlich scannt der hier die Umgebung und hat mich jetzt eingescannt und sagt sich jetzt, den hau ich nachher, wenn er ins All geht. Lava Papaneum.
weiß ich, was ich schon gescannt habe. Das Problem ist nur, die Viecher zu finden, die ich noch nicht gescannt habe. Vor allem muss ich erstmal rausfinden, wo die hier rumgammeln. Das ist doch mal eine fette Station da hinten, ne? Hoppla. Ja, ja. Solange kein Sturm kommt, ist mir das alles wurscht. Bis dahin bin ich nämlich dahin gelaufen. Okay. Sind noch mehr solche Heulsoße da? Ja, ja, scanne die Kreaturen. Ich suche sie ja schon. Ich weiß bloß nicht, wo sie sind. Okay. Plutonium habe ich auch. Und noch 3 Felder frei. Das langt mir hoffentlich. Ah, Mist. Schon gedacht so, hä? Das sieht ein bisschen anders aus, aber doch nicht. Es stand im Weg rum. Alter. Rennen mir jetzt alle Viecher fort Füße oder was? Das ist echt voll die Riesenbasis hier. Und die Hälfte davon kann ich wahrscheinlich nicht erkunden, weil ich keinen Atlas Pass V5000 habe. Wegpunkt entdeckt. Okay. Ich will erstmal entdecken, wie ich da reinkomme. Ah, hier. Kann ich den Stuhl hier scannen? Hä? Okay, ich kann die Basis scannen. Sehr lustig. So, gucken wir mal, ob ich da jetzt durch die Tür darf oder ob da kommt... warte mal. Atlas Pass V2. Das habe ich immer noch nicht gerafft, wie man diese komischen Atlas-Passteile kriegt. Ich habe es ja immer gehofft, dass man die bekommt, wenn man da in diese Atlas-Schnittstellen geht. Aber irgendwie nicht wirklich. So, und jetzt gucke ich mal noch kurz, was die hier wollen. Auf Bildern sieht man, dass das Observatorium einst ein Kriegsgebiet war. Zerstörtes Metall, verbrannte Mauern und die stark verwesten Leichen von ein Dutzend riesiger Lebensformen zeugen von einem brutalen Feuergefecht. Jetzt ist es wieder funktionstüchtig. Was auch immer geschehen ist, es muss passiert sein, bevor dieses Signal auf dem Bildschirm auftauchte. Vielleicht kann ich es entschlüsseln, wenn ich den korrekten Code eingebe. 3, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 3, 8, 7, 3, 9. Siebe, drei, neun, acht, würde ich sagen. Yeah. Dank der jüngsten Reparaturarbeiten ist das Observatorium weiterhin funktionstüchtig. Als ich die Ziffern eingebe, erwacht es plötzlich zum Leben und zeigt mir den Standort eines neuen Ziels in den Tiefen des Kosmos. Yeah. Signal entdeckt. Nicht dieser Planet. Hä? Ich hab's gewusst. So. War ich jetzt auf der Seite schon? Ich war auf beiden Seiten schon, ne? Tatsache. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehe ich zu... Gehe ich da dann hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall suche ich erstmal auf dem Planeten hier noch 3 andere Spezies. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwo noch eine 4. finde. Auf dem anderen Planeten. Weil dann habe ich ja hier alle.
Und dann schauen wir mal, was das für eine Ruine da hinten ist. Auf einem anderen Planeten. Damit ich noch ein paar Wörter lernen kann und so ein Zeugs. Und dann bin ich hoffentlich bald da angelangt, dass ich hier lebendes Glas und so einen Scheiß machen kann. Ich will endlich diese komische Gedankenbogen-Kaste-Dings da bauen können. Aber wie ich in der letzten Folge schon bemerkt habe, ich glaube, das dauert noch gefühlt 300 Folgen. Mal schauen, wie viel es werden. Allerhaupt. Bis dann.